Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 18. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat und diese Berechnung ist präzis, ist auch übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Nach dieser Berechnung bewegt sich Sonne ab heute in Tierkreiszeichen Waage. Bis jetzt war die Sonne in Tierkreiszeichen Jungfrau und ab heute bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Das ist ein Grenzbereich und in diesem Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage bestrahlt wird von Stern Spica. Spica wurde bei den Römern verehrt als Weizenehre und zeigt Ernte. Alles, was wir jetzt beginnen, trägt auch Früchte. Spica ist ein ganz geheimnisvolles Planet, so wie die Veden das beschrieben haben, weil ganz, ganz früher. Und das war noch vor die Sinnflut, war hier der Frühlingspunkt. Und das ist eine vergangene Zivilisation. Und diese Spica öffnet den Tor in diesem feinstofflichen Energie. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock nach dieser indischen Berechnung und begegnet sich mit Mars. Das heißt, Mond und Mars stehen in Verbindung in Tierkreiszeichen Steinbock. Und diese Energie beeinflusst die männlichen Personen. Sie nehmen ihren Gefühlen heute bewusster wahr. Aber sie können nicht darüber kommunizieren. Und die Damen sollen das so annehmen, auch keine Frage stellen, sondern die Damen sollen eher, so wie diese rückläufige Venus auch zeigt, zurückhaltend und im Vertrauen bleiben, bis die Männer mit ihren Emotionen klarkommen und dann werden sie darüber öffnen oder Gespräche führen. Aber heute ist nicht der richtige Augenblick, über Liebe, über Gefühle zu sprechen, obwohl die Männer das wirklich ernst nehmen und auch bewusst wahrnehmen, ihren Gefühlen. Diese Mondbewegung, Mond und Mars in Tierkreiszeichen Steinbock, befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Shravana oder Adler. Und hier wirkt der Stammbild Adler. Und dazu gibt eine schöne chinesische Mythologie, eine Liebesgeschichte. Und das hat eine symbolische Bedeutung und einen Hinweis, wie verhalten sich die Männer gerade, wie ist das Liebesleben heute. Altair war ein Hirtenjunge. Und im Himmel war ein Fee. Und diese Fee heißt Vega. Und diese Fee verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Die haben die beiden geheiratet, der Hirtenjunge und diese Fee. Und diese Fee arbeitete als Weberin. Das war die Hirtenjunge und die Weberin, diese wunderschöne Liebesgeschichte. Bis dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, und das ist die Sonne und Mond in chinesischen Astrologie, haben das entdeckt, dass die Fee auf die Erde ist. Der Fee gehörte aber zum Himmel und die beiden, der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, haben diese Fee zurückgeholt im Himmel. Und die beiden waren getrennt. Und tatsächlich, so ist es auch im Himmel.
Alter ihr, dieser Hirte, ein Junge, und Vega, diese Fee, diese Weberin, die liegen im Himmel gegenüber und die beiden Sternen trennt die Milchstraße. Und in Mitte befindet sich der Neb in Sternbild Schwan. Der Neb hat nicht lange zugeschaut, diese Trennung, und dachte, oh, ich kann das gar nicht mehr sehen, wie sie sich lieben und Sehnsüchte haben. Ich muss hier helfen. Und der Neb hat eine Brücke gebaut aus Schwanen. Warum aus Schwanen? Ganz klar, der Neb befindet sich im Sternbild Schwan. Und dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden, Altair und Vega. Und das ist ein wunderbarer Tag im Chinesischen, auch im Japan, weil das ist der Tag der Liebe, der siebte Tag im siebten Mondmonat. Der Tag der Liebe. Und diese Brücke zeigt uns heute etwas. Die Männer sprechen nicht über die Gefühle. Die Damen haben Erwartungen und sie sollen zurückhaltend sein. Und diese Brücke bedeutet eine Übergangsphase oder jemand hilft und unterstützt und baut eine Brücke zwischen den beiden Liebenden. Diese Abwarten ist gerade sehr wichtig. Das bedeutet, die Männer nehmen ihren Gefühlen bewusst wahr. Die Männer nehmen auch ihren Gefühlen ernst. Das ist nicht nur die Sehnsüchte und die Liebe, das kann auch Enttäuschung sein oder Wut sein. Jetzt heute über Gefühle sprechen, ob das jetzt die Enttäuschungen sind, die verletzten Gefühle oder die Liebe, egal welche Richtung das, egal ist es nicht, aber bei beiden Fällen passiert Folgendes. Es führt zum Spannung, es führt zum Missverständnisse. Die Männer brauchen Zeit und die Damen sollen zurückhaltend sein, das so annehmen, wie das ist, und warten auf einen richtigen Moment, kommunizieren über Gefühle zum Sprechen. Venus ist gerade rückläufig, das ist die weibliche Energie, und diese Rückläufigkeit bedeutet für die Damen Zurückhaltung, eher abwarten. Bedeutet diese Rückläufigkeit auch Vergangenheit? Also bei vielen Damen ist es möglich, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit, weil nimmt seinen Gefühlen bewusster wahr, nimmt auch das ernst. Diese Venus-Energie, diese rückläufige Venus, bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage nach indischen Berechnung. Und dieser Mondhaus, wo sich gerade Venus bewegt, heißt Swati. Und es kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Schwert, aber bedeutet auch selbst. Schwert trennt die Angst, so wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Oder Perseus trennt auch die Angst und befreit Andromeda und tötet Medusa. Also dieses Schwert hat eine Bedeutung, Ängste loslassen. Und wenn das gelingt, dann kommen wir zu uns selbst. Deswegen steht es eng in Verbindung, das Schwert und das Selbst. Dieser Mondhaus wird bestrahlt, beeinflusst von einem Sternbild, was im Südhalbkugel sichtbar ist. Und diesem Sternbild heißt das Kreuz des Südens. Und hier in diesem Sternbild befindet sich die Südpol, also das heißt Orientierung. Die Damen werden neu orientieren. Es ist möglich in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Selbstständigkeit, weil dieses Kreuz des Südens bestimmt auch die Richtung, und das ist die Spiritualität und die Kreativität. Jupiter vergrößert etwas, natürlich auch die Chancen und die Möglichkeiten. Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, und das trifft in erster Linie die Skorpion-Geborenen,
Und dieser Mondhaus heißt Vishaka und das ist die göttlichen Feuer, die Begeisterung, die Leidenschaft. Und das wird größer spürbar, besonders bei den Skorpiongeborenen. Die Leidenschaft, aber auch die Kreativität. Und die Skorpiongeborenen sollen sie sich inspirieren lassen. Saturn belärmt uns immer wieder. Saturn bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze nach dieser indischen Berechnung. Und die Mondhaus heißt Mula und das bedeutet Wurzel, ein Fundament, ein Basis oder etwas gründen oder in Grunde gehen, die Gründe, die Ursache nach etwas suchen oder etwas klar und deutlich auf den Punkt zu bringen. Das ist heute unsere Lernaufgabe, aber besonders bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen suchen die inneren Ruhe, auch die Rückzug, diese Zurückhaltung. Viele Jungfraugeborenen werden in die nächsten Zeit, in die nächsten Wochen mal gerne übersehen, aber die Jungfraugeborenen sollen das nicht persönlich nehmen, das ist gerade diese Energie, bleiben sie eher zurückhaltend, das wird in ein paar Wochen auch besser sein, dann kommt eine Vorwärtsbewegung, kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung. Bei den Waagegeborenen ist wichtig die Selbstdarstellung, auch die Wahrheit, die Klarheit und Orientierung. Und auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft und Gespräche. Etwas zum Klären, aber heute ist nicht der richtige Augenblick, mit dem Herzensmann ernsthafte oder klärende Gespräche zu führen. Es ist Spannung da, führt nur zu Missverständnissen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen werden kleinere Veränderungen wahrnehmen. Sie spüren Auge, die Kraft, auch diese schöpferische Kraft. Sie vergrößern etwas. Sie werden etwas verändern in ihren vertrauten Umgebung oder in wohnlichen Situationen im Wohnbereich. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben gerade eine Lernaufgabe, etwas gründen oder diese Stabilität, diese Sicherheit spüren oder einen Rückzug, zu Hause zu sein und diese Ruhe genießen, weil die Ruhe liegt die Kraft und die Schützengeborenen brauchen gerade diese Basis, diese inneren Kraft. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben karmischen Themen, besonders die männlichen Personen. Sie nehmen heute ihren Gefühlen ernsthaft wahr und das sind auch oft karmischen Erinnerungen oder karmischen Begegnungen. Thema ist natürlich die Liebe, Partnerschaft und diese Übergangsphase, bis hier eine Versöhnung kommt, bis die Schicksalswege wieder sich kreuzen, bis ein vernünftigen Gesprächen über Liebe, Partnerschaft, über Gefühlen sprechen können. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen kränkt etwas in beruflichen Situation oder im Alltag. Und sie fühlen sich enttäuscht. Natürlich sind es Belastungen und einige Wassermanngeborenen fühlen sich auch gekränkt oder sind krank, also wichtig auch um die Gesundheit kümmern. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gute Intuitionen, sie sollen sich auch inspirieren lassen. Die Thema Nummer 1 ist Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation. Und die Fischengeborenen brauchen gerade die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen befinden sie sich in einer Wandlung, eine Veränderung. Etwas kehrt zurück von der Vergangenheit. Das kann auch karmischen Erinnerungen, Begegnungen sein. Und sie können mit unerwarteten Ereignissen rechnen. In die nächste Zeit wird wichtiges Thema sein die Liebe, Partnerschaft. Heute fühlen sich die Wiedergeborenen etwas genervt, aber ein bisschen Geduld in den kommenden Tagen geht alles viel leichter voran. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben heute ein gutes Gefühl und Reisen kann eine Bedeutung sein. Entweder eine Reise planen oder im Ausland gehen,
Auslandskontakte, aber kann auch ein Besuch sein von Ausland. Möglich ist es auch eine innere Reise. Meditieren, die innere Kraft suchen und natürlich auch finden, aber haben auf jeden Fall die Ruhe und auch die Gemütlichkeit, ein gutes Gefühl. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Anerkennung und Ansehen, haben auch Möglichkeit, gerade etwas verwirklichen oder im beruflichen Umfeld Lob, Anerkennung bekommen. Die Chancen sind da. Das Problem ist, dass die Zwillingsgeborenen sich unsicher fühlen. Wenn Sie etwas Neues starten beruflich, dann sollen Sie lieber in den kommenden Tagen das tun. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben karmische Themen, eine Aufgabe, ein neuer Weg, wichtige Entscheidungen treffen, eine andere Richtung. Und die Krebsgeborenen ist wichtig heute, die inneren Gleichgewicht nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen, sondern die Ruhe bewahren. Freundschaften, neue Bekanntschaften sind bei Krebsgeborenen möglich. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt eine Vorwärtsbewegung, sie sind wieder wahrgenommen oder sie bringen etwas ins Licht. Das ist die Glanz, die Löwengeborenen, obwohl sie momentan daran zweifeln, aber in den kommenden Tagen wird das sichtbar sein und haben die Löwengeborenen mehr Selbstvertrauen wieder. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Aber ich möchte etwas erwähnen. Ich habe ein Video gemacht über Finanzen, über Geld. Ich habe dieses Video nicht veröffentlicht. Aber es besteht die Möglichkeit, nach diesem Video nachfragen. Sie schreiben mir ein E-Mail, dann bekommen Sie den Link dazu. Und dieses Video ist gratis und Sie brauchen zu nichts verpflichtet fühlen. Wenn Sie Interesse an diesem Thema Finanzen und Geld haben, dann schicke ich gerne diesen Link zu diesem Video. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Dieses Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.